Und jetzt schauen wir mal. Ja, das schaut gut aus. Geht genau auf die Fahne zu. Vielleicht ein Hole-in-One vor laufender Kamera, keine Ahnung. Ich gehe heute Golf spielen und du darfst dabei sein. Ich werde jeden Schlag kommentieren. Also, es geht los. Hallo, mein Name ist Christoph Bauseck und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du das möchtest, würde ich dich bitten, hier unten meinen Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken. Das ist ganz wichtig, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Also, wir stehen hier auf Loch 10 vom Golfclub in St. Florian. Es ist ein wunderschöner Abend, wir haben Sonne und ich möchte jetzt da ein paar Löcher noch spielen gehen. Und ich werde es dir ganz kurz erzählen, was ich da für Gedanken habe, wenn ich jetzt hier stehe und einen Abschlag mache. Ich habe hier rechts einen Bunker, der ist bei 230 Meter, hört der auf. Dann ist rechts vom Bunker ein Out und links habe ich ziemlich viel Platz, da ist Semiraf und nachher Out of Bounds. Und das Wichtigste auf diesem Loch ist es für mich, dass ich nicht in diesen Färbebunker reinschlage, weil sonst habe ich einen sehr, sehr schwierigen Schlag vom Färbebunker übers Wasser. Das möchte ich tunlichst vermeiden. Das heißt, ich werde bereits in meiner Planung berücksichtigen, ob ich da drüber komme, erstens über den Bunker und zweitens werde ich schauen natürlich, dass ich einen vernünftigen Schlag ins Grün habe. Jetzt schaue ich erst einmal natürlich, wie ist der Wind. Werfe mal etwas Gras hinauf und sehe, wir haben keinen Wind, das ist sehr angenehm. Ich weiß, ich schlage meinen Driver ca. 235 bis 240 Meter im Flug. Wenn ich aufgewärmt bin, bin ich allerdings nicht, ja. Aber ich brauche nur 230 Meter. Das heißt, wenn ich jetzt hier kräftiger schwinge, sollte es kein Problem sein, über diesen Bunker drüber zu kommen. Ich werde jedoch etwas weiter links zielen, damit ich ja nicht den Bunker ins Spiel bringe, falls ich doch einen etwas schwächeren Schlag mache. Und habe mir jetzt ein Ziel gewählt, das weit genug links ist, dass auch wenn ich den Ball ein bisschen blocke nach rechts, dass ich trotzdem nicht unbedingt gleich in den Bunker hineinkomme. Das heißt, ich ziele jetzt also ca. 20 Meter links von diesem Bunker. Links habe ich ja genug Platz und jetzt geht's los. Ich stehe jetzt hier hinter dem Ball. Wenn ich hinter dem Ball stehe, visualisiere ich immer den Schlag. Ich stelle mir vor, wie er ausschaut, was ich machen möchte. Jetzt mache ich hier meine Probeschwünge. Stelle mir einfach meinen Schwung nochmal vor. Ich habe da ein, zwei Schwunggedanken, die ich da noch durchgehe. Für mich ist sehr wichtig zum Beispiel, dass ich hier auf die Ferse etwas mehr zurückkomme am Schluss hier. Und dass ich einen sauberen Griff mache mit der rechten Hand. Und jetzt stehe ich hier, visualisiere mal. Atmen. Und wenn ich mir das vorstellen kann, dann gehe ich mit dem linken Fuß los und dann geht es schnell ab jetzt. So, Ball geht ein bisschen links Richtung Semiraf, aber vollkommen in Ordnung. War nicht mein bester Schlag. Aber wir können da wundervoll weiterspielen von dieser Stelle. So, ich liege hier noch im Semiraf. Das Raf ist doch relativ dicht bei uns, aber die Lage geht hier. Ich bin im Bunker quasi gut ausgewichen. Und jetzt habe ich hier einen Schlag aufs Grün. Da ist rechts ein Teich und die Fahne steht rechts vorne. Jetzt messe ich erst einmal, wie weit es bis zur Fahne ist. Da habe ich jetzt 86 Meter und die nächste Messung, die ich jetzt mache, ist, ich schaue jetzt, wie weit es bis zur Wasserkante ist. Also ich messe jetzt in die Kante hinein und ich sehe, da habe ich jetzt 78 Meter. Das heißt, ich gebe jetzt noch etwas dazu für die Böschung, 80 Meter. Das heißt, die Fahne steht doch relativ nahe am Wasser. Okay? 86 Meter und 80 Meter muss auf alle Fälle fliegen. Das heißt, ich werde auf alle Fälle jetzt nicht auf die Fahne losgehen, sondern ich werde jetzt sicherlich 2-3 Meter dazugeben, also ich werde auf 89 Meter spielen, damit ich ja nicht zu kurz bin, weil gerade bei dieser Lage hier ist es komplett unberechenbar, wie der Ball mit dem Rückwärtsstrahl rauskommt, ob der Kontakt überhaupt sauber sein kann. Das heißt, ich werde das bereits kalkulieren und ich werde auch etwas links von der Fahne zielen, aus dem Grund, damit, falls ich den Ball ein bisschen rechts verliere, dass ich etwas mehr Puffer habe. Das heißt, das ist die Idee. Also ich ziehe es eigentlich nicht zur Fahne, sondern links ist so eine Tafel davon. Dort ziehe ich hin und circa 3 Meter länger. Und das ist jetzt die Idee.
Also ich richte zuerst die Schlagfläche aus, dann stehe ich mich dazu. Jetzt gehe ich mit Gewicht weiter links, also mit Oberkörper weiter links, dass ich steil auf den Ball komme. Ich möchte ja sicher sein, dass ich ja zuerst den Ball treffe und nicht zu viel Gras vorher. Und jetzt ein bisschen mehr Energie, als ich sonst tun würde aus 89 Meter. Ah, gut geglückt, glaube ich. Schauen wir uns das an. Perfekt. Genau auf die Tafel zu. Ein bisschen hinter die Fahne, glaube ich. Perfekter Schlag. Bin sehr zufrieden. So, das Erste, was ich mache, wenn ich aufs Grün komme, ist, dass ich sofort einmal den Ball markiere und gleich einmal putze. Ich bin alleine jetzt, also kann ich jetzt einfach fortfahren. Ich mache jetzt, ich werde jetzt Grün lesen. Ich verwende zum Grünlesen die sogenannte In-Point-Methode. Da kann ich hier mit meinen Füßen fühlen, wohin der Hang geneigt ist und kann dann anhand der gefühlten Neigung Finger verwenden, um den korrekten Break rauszufinden. In dem Fall weiß ich, dass ich jetzt so viel links von der linken Lochkante zielen muss. Also das heißt, ich schaue eigentlich nicht wirklich. Geht zwar hinter dem Ball, um ein bisschen Übersicht zu holen. Es geht hier ein wenig bergab. Das ist auch etwas, was ich mir mal anschaue, ob es bergab geht. Ist nicht sehr stark bergab, aber es geht bergab. Das heißt, ich muss mich darauf ein bisschen einstellen. Und die Grüns sind leider zurzeit etwas erifiziert. Der Ball wird nicht gut rollen, aber ich versuche mich nicht beirren zu lassen. Das Erste, was ich mache, ist, dass ich mal versuche, zwei, drei Probeputts zu machen mit dem Tempo, das ich gleich machen möchte. Und wenn ich ein gutes Gefühl habe, ziele ich zuerst mit der Schlagfläche auf den Punkt, den ich dachte, der stimmt. Also leicht links vom Loch. Dann stelle ich mich dazu. Und jetzt mache ich diese Bewegung, die ich gerade vorgehabt habe. Birdie. Also, welch Glück, ein Birdie auf Kamera, freut mich sehr. Kommt, gehen wir zum nächsten. So, wir sind jetzt auf einem Par 3, auf Loch 11. Ein Wasser vom Grün, Wasser links vom Grün. Man braucht hier einen sehr soliden Schlag. Ich habe gerade ausgemessen mit dem Laser, das sind 137 Meter zur Fahne. Es geht leicht bergauf, es ist nach wie vor kein Wind. Und normalerweise würde ich bei 137 Meter leicht bergauf ein 8 Eisen nehmen. Allerdings ist es schon etwas kühl heute, es ist schon etwas kalt. Und wenn es kalt ist, kannst du dir merken, fliegen die Bälle kürzer. Das heißt, ich werde jetzt ein Eisen 7 nehmen. Und das wird ungefähr normalerweise 10 Meter weiter fliegen als mein 8 Eisen. Ich glaube allerdings nicht, dass es jetzt wirklich 10 Meter sind, was das jetzt ausmacht, die Kälte. Das heißt, ich bin jetzt so quasi dazwischen. Zwischen den Schlägen. Und was ich jetzt machen werde, ist, dass ich nur so einen Dreiviertelschwung machen werde. Das heißt, ich mache jetzt nicht meinen normalen Golfschwung, sondern ich möchte jetzt nur einen Schwung machen, der vielleicht nur bis hierher geht, aber trotzdem mit einem guten Tempo weiter schwingen, damit der Ball ein bisschen weiter, ich meine, da wird der Ball ein bisschen kürzer fliegen natürlich. Und so gleiche ich das aus. Also so mache ich immer diese Rechnung, Temperatur, Wind, ich tue alles immer einkalkulieren beim Spielen. Und jetzt eben 137 Meter ist eben kein Eisen 8, sondern ein Dreiviertel geschlagenes Eisen 7. Ich tee übrigens auf den Par 3s immer den Ball auf. Einfach deswegen, weil ich eine perfekte Lage haben möchte. Pass immer auf, dass ich nicht zu hoch auftiehe, nur ganz wenig, weil ich möchte den Ball nicht zu hoch oben auf der Schlagfläche treffen. Das gibt einen schlechten Kontakt. Ja, und ich stehe jetzt wieder hier hinten. Und als Erstes überlege ich mir, wo ich hinspielen möchte. Und links ist ja Wasser. Die Fahne steckt relativ weit links am Grün. Das heißt, ich werde so circa 3 Meter rechts von der Fahne spielen und eben kann ruhig Pin-High schlagen, diese 137 Meter. Was ich jetzt machen werde, ist, dass ich jetzt bewusst einen Ball von links nach rechts schlagen werde, einen Fade. Und das mache ich deswegen, weil, wenn ich mir denke, wenn der Ball dann wegfadet, so rechts von der Fahne, habe ich ja gezielt, dann liege ich halt etwas rechts von der Fahne, wenn er links bleibt, bei einem Fade startet er links, dann bin ich direkt bei der Fahne. Also das ist so ein bisschen mein Gedanke jetzt bei der Sache. Wenn ich eine Fade spiele, stehe ich etwas nach links, richte ich mich nach links aus und schaue, dass die Schlagfläche durch den Treffmoment etwas offener ankommt, als meine Schwungbahn ist. Ja, ich schwinge ja sehr neutral in der Regel, darum sollte das jetzt gut funktionieren. Das heißt, ich ziehe ein bisschen rechts von der Fahne, diese 3 Meter. So,
So, richte meine Schlagfläche rechts von der Fahne aus, meine Füße etwas links von der Fahne. Und jetzt versuche ich, das Gefühl zu haben, dass ich die Schlagfläche offen durch den Ball bringe. Ich tue das nur mal kurz simulieren, weil das ist beim Fade bei mir ganz wichtig, weil ich sonst gerne weggucke. Und jetzt schauen wir mal. Ja, das schaut gut aus. Geht genau auf die Fahne zu. Vielleicht ein Hole-in-One vor laufender Kamera, keine Ahnung. Ja, unglaublich, wie du siehst. Fast ein Hole-in-One. Also der war wirklich sehr knapp. Das ist wirklich ja, nicht an meiner Schlägerlänge, sind nur so 50, 60 cm. Der Ball war wirklich fast im Loch. Also fast ein Hole-in-One vor laufender Kamera. Zuerst mal die Pitchmarke ausbessern. Also läuft sehr gut heute, wie du siehst. So spiele ich normalerweise nicht übrigens, gell? Das ist eher die Ausnahme. Ich komme überhaupt sehr, sehr wenig zum Golfspielen. Darum freue ich mich umso mehr, wenn ich mal gut spiele. Auch wenn ich jetzt so einen kurzen Putt habe zum Birdie, wo man sagen könnte, der ist jetzt quasi fast geschenkt, ja, werde ich trotzdem den Ball markieren und werde mir Zeit lassen. Okay? Ich werde ihn putzen, ich werde ihn trotzdem ganz normal lesen. Einfach nur schauen, ob es eine Tendenz gibt bei dem Putt, der ist relativ gerade. Jetzt markiere ich ihn zurück. Gehe trotzdem hinterm Ball, hole mir Übersicht und mache meine ganz normale Routine. Ich werde es nicht irgendwie voreilig, ich werde trotzdem meine Probeputts machen. Es sind bei mir immer drei Stück übrigens, immer das gleiche. Gut zielen. Birdie Nummer 2. So, nachdem ich jetzt Birdie gespielt habe, also sehr unspektakulär, hat mein Kameramann gemeint, ich muss jetzt unbedingt noch irgendeinen schwierigen Schlag zeigen im Golf, und ich bin absolut seiner Meinung, das werden wir jetzt auch machen. Er weiß, dass mein absoluter Horrorschlag im Golf der Fairway-Bunkerschlag ist. Und ich werde ihn jetzt versuchen, perfekt zu erklären, damit du das auch gut umsetzen kannst, und hoffentlich gelingt er mir, weil das ist echt nicht meine Spezialität. Aber schauen wir mal. Also, der Ball liegt hier. Im Fairway-Bunker ist mir wichtig, dass du nicht zu tief in den Sand eingräbst. Das ist das Allerwichtigste. Es ist auch wichtig, dass du keinen Sand vorher triffst. Das heißt, die Ballposition bei so einem Fairway-Bunkerschlag sollte ein bisschen weiter rechts sein, als du gewohnt bist. Das heißt, ich habe den Ball nicht neutral, so wie ich ihn sonst habe, sondern ein klein bisschen weiter rechts. Das nächste, was ich tun werde, damit der Schwungradius nicht zu lang wird, ich werde ein wenig runtergreifen hier. Okay? Also der Ball liegt ein bisschen weiter rechts, Nummer 1. Nummer 2, ich greife ein bisschen kürzer. Nummer 3 ist, ich werde den mit meinem rechten Fuß, nachdem ich das Setup eingenommen habe, den Abstand habe, werde ich den rechten Fuß ein bisschen reinkanten, also in diese Richtung hier, und den eingraben. Also nicht den ganzen Fuß eingraben, sondern nur die rechte Seite. Ein bisschen so wedgen, sagt man. Und den linken Fuß werde ich etwas tiefer eingraben. Das heißt, ich stehe so ein bisschen bergab jetzt vom Gefühl und habe eine gute Stabilität. So, und jetzt versuche ich wirklich, den Ball ohne Sand vorher zu treffen. Mein Gewicht ist vielleicht ein bisschen weiter links, als ich es gewohnt bin. Und mein Gedanke ist es auch, dass ich keine großen Rauf-Runter-Bewegungen habe. Vielleicht versuche ich ein bisschen weniger mit Energie zu laden. Das heißt, es wird eher nur so ein kontrollierter Dreiviertelschlag. Damit nehme ich diese Rauf-Runter-Bewegungen ein wenig hinaus. Also schauen wir, ob es mir gelingt. Perfekt getroffen. Wenn du übrigens Probleme hast, deine Eisen konstant zu treffen, da habe ich letztens ein Video gedreht, das solltest du dir unbedingt anschauen. Also ich hoffe, wir sehen uns dann gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss!